Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xilla 2. In der letzten Folge haben wir, gegen Widow gekämpft. Ich weiß immer noch nicht, wie der ausgesprochen wird, obwohl er schon dutzend Mal hier gesagt worden ist. Und in diesem Zwischenfall haben wir Mila verloren und Mila dazu bekommen. Und ja, wir haben jetzt den Plan, nach Kanan zu gehen, aber da noch einige Vorbereitungen getroffen werden, müssen wir wieder unsere Lieblingspflicht nachgehen, und zwar Geld sammeln, und wir bauen noch 3/4 von dem, was wir jetzt haben. Ne, Quatsch. Egal. Hier ist ein Skit jedenfalls. Der König und El Black. Mila. Why? Oh. You seem unwell. Your Highness, can I ask you something? What's your job? I mean, what does a king do? If I had to sum it up in a single line, I'd say it's putting the needs of his people before himself. Does that mean you'd be willing to die to save me? No. A king cannot sacrifice himself for any individual, not you or anyone else. That would be an abdication of duty and a betrayal of his subjects. Huh. Yeah, I can see that. However, if I could save someone important to me by risking my own life, I would do so without hesitation. But you just said you wouldn't die for someone. What's the difference? In other words, I would do what your Mila did. My Mila? Yes. Although I imagine the Mila I know would have done the same. But it made me feel bad. You need to turn your sadness into pride for having been protected. Live a life that will prove to her that you were indeed worth saving. I don't entirely get it, but I think I sort of understand. Thanks, Your Highness. Sehr gut. Luger, I was just talking to His Highness about what happened. He sort of helped me through it. Kids probably aren't supposed to bother kings with their problems, huh? Er war sicher froh, dass er dir helfen konnte. Ja. Just a kid, His Highness really tried to help. The kings in storybooks are mostly jerks, but His Highness is different. He's a good king. Okay. Also nicht gehört, okay. Na gut, wir sind alle voll geheilt, sehr schön. So, gucken wir mal. Ich habe schon mal einmal kurz hier reingeluxt und hier sind schon wieder neue Elite-Monster. Die müssen wir mal fertig machen, die schnappen wir uns. So, aber was gibt's hier noch? Gibt's hier noch irgendwas? Schuluniform Jude. Hä? Hab ich doch. Versiegelte Unschuld. Innocence. Tales of Innocence. Bronze-Siegel. Das kann ich abgeben. Besiegelte Unschuld. Warte mal noch. Hier. Bronze-Abzeichen. Dann ein Apfel abgeben. Ein Apfel. Dann kriegen wir ein Diadem. Sehr schön. So. Was noch? Warte mal noch. Mega-Gletscher. Das will ich mal gerne haben. Aktuell. Boah. Gesetz Gentlemen's. Ich auch nicht machen. Ja, das können wir abgeben. Mein Gott, so viele. Und das können wir abgeben. Verdammt. Ein goldenes Goldkleeblatt. Was? Sehr geil. Wie viel Geld kriegen wir mittlerweile? So. Und ja. Ja, der hat's gebracht. Jetzt haben wir die Hefte schon wieder. Was haben wir hier? Mattis Klinik. Schuluniform Jude. Habe ich doch. Von Vera mit Bedauern. Katzensichtungen haben wir gar nicht mehr so viele. So, Gesetz des Gentlemans. Ich alles nicht machen. So. Ich sagen, wir machen uns auf die Elite-Monster. Kuka Eishöhlen und Nyakera Heiliggruppe. So, und der hier ist im Monnochland. Den machen wir schnell fertig, dann kriegen wir nämlich einen Katalysator. Den möchte ich haben, hallo? So, wir haben schon wieder 3 Dinger hier, okay. Dann gehen wir zum Monnochland. Machen einen Drachen kurz fertig und dann gehen wir zur Nyakera Heiliggruppe. Ich habe jetzt einfach irgendein Team hier mitgenommen. Ich habe dort mit den Galt, ne?
gerade drin. So. Das müsste ja eigentlich schnell gehen. Komm her, na? Ey. Sehr gut. So, sehr gut. Und jetzt gucke ich mal das an. Sehr schön. Heilige Kacke. Okay, die Sprüche habe ich verbiss. Okay, dann. Das wäre erledigt. Jetzt können wir wieder drücken an Trigriff. Herr der Geister, okay. Okay, wodurch habe ich den jetzt bekommen? Herr der Geister, weiß ich nicht. Keine Ahnung, hier. Maxwell-Beschwörer. Das, auch wenn es dich teuer zu stehen gekommen ist. Danach ist wieder eine Trophäe in der Story. So. Zurück nach Trigriff oder Hammel. Geh mal nach Hammel. Da geht's schneller. Und dann auf nach Dingens. Zur Kuka Eishöhle oder zur Nerkera Heiliggruppe. Mega Gletscher. Und hier ein paar neue Sachen kaufen wir auch nicht schlecht. Ja, das Geld hier rauswerfen. Und dann jetzt hier noch so ein Dingens, so ein Galt. Dingen kaufen. Und Spezial können wir auch mal nachgucken. Ja, mega fruchtbare Erde und all sowas. Ja, lass mal erstmal. So. Elise Sleet. Okay. Gab's ja nicht auch im ersten Teil? Back to Hamil. Yeah. Hamil. I just made up a Hamil song. Juicy oranges, forest so green, and tasty apples, mountains gleam. The flavors are as sweet as the water is clean. Hamil is the village of all of our dreams. That was pretty good. Platinum all the way. What was that? Halten wir uns lieber da raus. Das muss eins von Elise Hobby sein. Must be. I've caught her humming original songs like that from time to time. She's certainly right to extol the virtues of Naples and oranges. Muse, what are you eating? Oranges and apples, they're right over there. You can't just help yourself to them. They're gonna want money for those. Hey, we got ourselves a fruit thief. Ah, you again. Ja, da war was. Truppe. Nimm mal jemand anderen. Elise. Und Elvin kann doch ruhig drin bleiben. Ich weiß, ich hab's hier mit meinen Brechern. Und so weiter alles. Warte mal. Muse. Ich war nur so Titel ja für. Ihr wisst schon. Ja. Wieder, ich muss mich leider kurz wieder rausnehmen. Weil hier wegen den Verbindungen war doch irgendwas. Mila und Roan. Okay, dann machen wir halt so. Mila und Roan. Ihr wart irgendwie nie verbunden. Oder nicht so oft anscheinend. So, dann. Was wollten wir nochmal machen? Ach ja, Elite-Monster. Kuka Eishöhle, Nerkera Heiliggruppe. Wo ist die? Ja. Ich dachte erst, sie würde irgendwie so St. Martin singen. Das hört sich irgendwie genauso an. So, im Schnee saß. Fing irgendwie so an, deswegen war ich jetzt verwirrt. So, das neue Dinge näher. Wie ist denn das so? Mega Gletscher. Ja, lassen wir es mal. Wir lernen können wir gar nicht mehr. Ich war so fleißig offscreen. Deswegen kann ich leider nicht mehr so viel lernen. Nein, Arte lernt. So viel dazu. Intelligenz 3. Ja, das wäre nicht schlecht. Bams. Warum hat ausgerechnet er noch nicht diese Fähigkeit? Ganz ehrlich. So, warte mal hier noch.
Mega Gletscher, was sie es wirken, oder? Mega Tornado, das hier. Geh weg, Mann. Ja. So. Warte mal, ich muss mit dir dies verbinden. Ja, ne, ich muss ja noch einige Beziehungen hier besser machen. Weil Dingens hier, ich muss ja noch, weiß ich nicht. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Sehr gut. Are you all right, Al? Mila, Al had taken quite a liking to your other self. I'm well aware, Rowan. Kein Wort verstanden, ganz ehrlich. Neue Freundschaft da bitte. Zu Elise weg, zu Rowan weg. Rowans Protege? Erstaunliches Symphonia, okay. Ich habe direkt zwei. Na gut. Mal gucken. Okay, wollte schon sagen. Ja, bei Elise nur 3, Rowan nur noch 4. Der Rest werden wir schon sehen. Und ich bin ja falsch. Ha. Ich überlege auch, wenn ich jetzt gerade nicht für die Story Geld brauche, dann sollte ich irgendwie offscreen schon mal die Zahlungen machen. Also Briefkasten gehe ich dann immer in der Aufnahme. Wäre eine gute Idee. Ja, okay. Weiß ich nicht. Und dann muss ich nicht immer. Dann könnte ich auch viel mehr zurückzahlen eigentlich. Viel mehr Belohnung einnehmen, als wäre ich nicht schon stark genug, aber ihr wisst schon. Ah. Da dürfte ich in Frieden und Ruhe speichern. In Ruhe und Frieden meine ich natürlich. Ich glaube, zwei schaffen wir nicht, ne? Aber naja. So, habe ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was ich ausgerüstet habe hier so. Marbo Curry klein. Ah, habe ich noch, okay. Ja, ich bekomme noch Geld. Ich weiß ja nicht, ob es sich das lohnt so sehr stark, aber mal gucken. So, dich schnapp ich mir. Boink. Von hinten, der hat mich noch nicht mal gesehen. Göttinnenberührungen. Mein Gott. Weltenscherbe kriegen wir. Kriegen wir, dass du bist gegen Licht anfällig. Na, komm mal her. Diese eine Attacke ist doch Licht, glaube ich. Diese, ja. Nee, ist Frost. Nein, ich hoffe, Elise, Mann. Ich habe es nach oben gedrückt. Habe ich gewundert, warum ich mich bewege. So. Ja, er setzt zum Lichtmagie ein. Sehr gut. Da. Boah. Nein! Ich habe gerade eingesetzt, ey. Oh Gott, das wird nicht so einfach. Zum Glück zieht er nicht so viel ab, aber ich krieg den ja gar nicht zum Hilfe, Hilfe. Nein. So. Sehr schön. Na. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Sehr gut. Ich habe doch L1 und X gedrückt, hallo? Eigentlich bin ich das Mystikart hier loslegt. Ja, da will ich. Oh, could you? Hilfe! Was hast du denn da von Siegel? Ach, von Dingens hier, glaube ich, ne? Bah. Da komm mal her. Sehr gut. Nicht irgendwelche Lichtklingen oder so.
Ja, habe ich, aber die sind verdammt schwach. Egal. Sehr gut. Schon wieder der Angriff. Oh, geil. Oh, sehr gut. Los, auf ihn drauf, auf ihn drauf. Sehr gut. Immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Ah, dafür knapp. Verdammte Bauchdings. Zack. Und nochmal. Weil es so schön war beim ersten Mal. Ja gut, ich glaube, das zieht auch ein bisschen mehr ab als das von Ludger. I must protect and watch over this world. Schon wieder? Sehr gut. Haben wir den auch erledigt. Nach Amil abgeben. Dann so Kuka-Eis, die werden wir auch noch schaffen. Das Viech. Ja, 30% mehr Geld. Was? Nein, Geld kriegt er davon nicht. Ah. Was? Wie viel haben wir bekommen? Luger, can I ask for your payment? What? Jetzt die Daten jetzt gefragt. So, wir können schon direkt weitermachen mit der Story. Okay, jetzt können wir mit der Story weitermachen, theoretisch. Theoretisch. Well done, Mr. Kresnik. I have a message for you from President Bacor. I want to meet the real Maxwell. Bring her to Spirius. End quote. Nein. Please follow through at your earliest convenience. All anyone cares about is the stupid Maxwell, Mila. I'm sorry. Okay. I hate that stupid Spirius company, but I guess we have to go. So. Aber noch nicht jetzt. Keine Sorge. Mein Gott. Du kannst doch mal aufhören, dich an der Natur hier irgendwie zu erfreuen. So, Kuka-Eishöhlen. Guck mal da, wo ist die Kuka-Eishöhle? Ich meine 100.000, hallo? Wahrscheinlich werde ich die Bezahlungen dann schon offscreen machen. Also die, die nicht in der Story zusammenhängen. Aber könnte natürlich sein, ich weiß ja nicht. Eine Art verbessern und eine Fertigkeit erlernen. Sehr schön. Mache ich ja eigentlich. Wollte mal vielleicht mit einer anderen Gruppe hier reingehen. Ich Idiot. So, Ron, du kannst jetzt mal wieder raus. Jose. Und Mila. Und weiß ich nicht. Wen hat Muse noch nicht hier genügend Zeit verbracht? Sagen wir mal. Oder allgemein. Ich brauche doch hier. So, Leia, Muse, Leia und Muse, okay. Na, perfekt. Na gut, dann gehen wir mit denen hier zu der Kuka-Eishöhle. Doch, man hat auch überleben. Ja, von da aus. So, dann suchen wir hier. Geh weg. Direkt mal. Das Viech, das wird irgendwo in der Mitte sein. Das kann dann irgendwo nicht am Ende sein. Es gibt ja hier zwei Enden. Ja, du hast noch eine Fertigkeit jetzt erlernt. Vitalität 3 und bewegliche Rüstung. Bewegliche Rüstung war, glaube ich, gut. Wenn ich mich nicht irre. Auf 24 für meiner Zauber mit meinem freien Laufen. Ja, das ist gut, aber wir haben zu wenig. Da! Weiter. Elementerz. Ja, hallo? Auch das kleine bisschen, da müssen wir nehmen. Das stapelt sich.
If you know what I mean. Was mit, verdammt. Geld. Das reicht jetzt. So. Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich die Zahlungen offscreen machen. Weil, wupp. Bringt ja irgendwie nichts, ne? Meistens bekommen wir sowieso nicht so überteuerte, überpowerte Sachen. Wo wir gegen Redo voll leichtes Spiel hatten. Also, sobald ich hier die ganzen Titel und so voll habe, werde ich wahrscheinlich nicht mehr so offscreen so oft trainieren. Ich mache das halt noch nicht mal wegen den Leveln oder so. Ich mache das eigentlich nur wegen den ganzen Fähigkeiten hier. Den Arts und so, die zu verbessern. Und weil die schon mal schnell genug haben. Ich möchte ja, oh, so viel wie möglich zeigen. Dann konnte ich die Dirnen übersehen. Reinweißer Stäubling, geil. War, das war knapp. So. Aus dem Weg. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Bah! Hier ist er mich von hinten angegriffen. Ich kam von vorne. So, komm mal her. Mach mal ganz schnell. Wie abwehren. Ah, was? So, wer war das? Du. So, man kann Schildkröten zaubern. Nein, du hast das nicht. Verdammt, will ich mich auf den Arm nehmen. So, Level Ups. Das heißt, alle sind wieder völlig neu regeneriert. Sehr schön. Wieder genügend Gegner erledigt, dass Jude jetzt FP dazu bekommt. Oh, lass mich raten, du bist das, was ich suche. Bist der, den ich mein Leben lang gesucht habe? Ist ja ein Speicherpunkt. Ja, lass mich mal kurz speichern. Ey, du lässt mich doch kurz speichern, oder? Ja, lass mich durch. Ja, geh weg. Ich will speichern. Hier ist eine Katze gewesen. Was zum Teufel? Da war eine Was zum Teufel? Einfach so ganz spontan. Katze. Perfekte Abwehr. War nicht Dingens hier reduzieren? Nee. Blitzabwehr. Man kann übrigens die Stabverlängerung von Leia richtig gut. Ja, ne, fällt mir gerade ein. Sehr gut. Fehlte, glaube ich, nur noch einer. Soll ich das mal flüchten? Jetzt müsste ich eigentlich eine Trophäe bekommen. Aber ich glaube, mir hat nur noch einer gefehlt. Dogma der Verlängerung, sehr gut. Das war irgendwie das Letzte, was ich im ersten Teil hatte. Offscreen. Stab der Entrüstung, yay. Was? Staff of Indignation. Weiß aber wahrscheinlich in Englisch. So, jetzt will ich die Katze noch da suchen. Apropos Katze. Idiot. Idiota. Nice one. Als Spitzhacke. Schwarzer Hundeschwanz. So, wahrscheinlich. Ja. Wird keine mehr zurückkommen, deswegen lassen wir das erstmal. Na, nochmal speichern. Danach werde ich wahrscheinlich keine Folge mehr aufnehmen, deswegen lassen wir das. Und ich möchte nicht irgendwie, keine Ahnung, aufscreen so anfangen und dann auf einmal sehen, wow, ich habe das bekommen, geil. So, jetzt muss ich die Katze da rausholen und das Viech erledigen. Na, kann ich die nochmal sehen? Emil gefangen, was? Emil? John Young Bosch? Der Synchronsprecher von denen. Hydro-Klinge, so, du hast eine Schwäche gegen Feuer. Ich hab Dinges nicht dabei, verdammt. Wow. Warum das denn? Wow. Oh, gut. Warte mal, ich habe eine Idee. Boah, das zieht ja richtig viel ab. Ja, ne, mit Leia verbunden bringt es das auf jeden Fall. Aber bloß nicht, dass ich den Angriff jetzt spamme, der bringt's. Irgendwie nicht. So, Muse. Oh nein, Hilfe. Aua. Warte mal, ich kann mal den Dings werfen. Oh, das ist auch Feuer. Was?
zum Teufel war das? Naja, komm mal hier hin. Was zum Teufel war das denn? Hilfe! Ich hoffe, vielleicht die Früchte Sticks hier einsetzen sollen. Hilfe! Mein Gott, ihr perfekte Abwehr zu geben, war richtig gut. So, du bist mir ein bisschen gefährlich. Mein Gott, das könnte ich die ganze Zeit spammen, ne? Mache ich jetzt auch. Boah, war knapp. Der hat mich gerade angegriffen. Voll ins Herz. Du bist jetzt ein Herzloser. Aua, was ist das denn? Au, au, au. Was ist das denn? Au. Hilfe, Hilfe. Aua. Ist gut. Blute. Oh, sehr gut, Elise. Sehr gut. Aber den schaffen. Aua, aua, aua. Er sieht so bescheuert aus, ey. Was zum Teufel, da konnte man sogar verbinden. Keine Ahnung. Hab einfach irgendwas gedrückt. Keine Ahnung, ich will eigentlich mit den anderen Charakteren auch mal die Dings einsetzen. Ach, ich habe Elise gesteuert, deswegen. Na, guck mal, ja. Hier geht jetzt wahrscheinlich wieder voll ab, ne? Wenn der Angriff uns alle trifft, ne? Hilfe! Au! Sack! Na, guck mal, ja, na? Bams. So, ich kriege noch down, ja. Der ist schon schwieriger als Redo, ey. Verdammter Dreck. Wie kannst du es wagen? Au. Warte. Doch, war jetzt ein paar heftigere Angriffe. Ja, toll, er bringt's voll, weil er Eis ist. Hilfe, Hilfe. Mit dem Dreck. Kommt mal her. Der Angriff ist auf jeden Fall, das finde ich gut. Ah, verdammt, das war nicht der Angriff. Au. Ja, zum Glück habe ich viele Feuerangriffe mit meinem Hammer. Sanctuary. Ah, verdammt. Nicht gut. Aber du bist am Brennen, das ist sehr gut. So habe ich so viele Feuerangriffe gespammt. Mehr. Aber ich treffe den noch. Komm schon. Habe ich dich so kaputt. Yay. Alle kaputte. Mädels. Geist 2, KP-Absorption, sehr schön. I understand precious little of the way humans view the world, but the time we've spent together has made it clear to me that you don't dislike me. I'm in a good mood today, so I'll give you this. If you asked me if I like you or dislike you, I'd have to go with like.
Mein Gott. Nochmal bekommen. Donner-Essenz. Kriegst als Betäubungsblitz. Wird vertagt. So. Sehr gut. Da gehen wir mal nach Triglyph. Turaigrepho. Und wir könnten schon theoretisch weitermachen, hallo? Wer macht mir die ganzen Charaktermissionen? Weil man sieht ja, das bringt es ja immer so szenenmäßig und ich will ja so viel wie möglich zeigen. Also der eigentliche Kampf. Da gucken wir uns nächstes Mal an. Obwohl dann wird offscreen die ganze Zeit angezeigt, also machen wir das jetzt. Man, it sure is weird to be traveling with Gaius and Muse this time. Sagen die jetzt erst? Indeed. We were mortal enemies only a year ago. I still remember the final battle between Mila and Gaius. When Mila got Gaius in a leg trap chameleon clutch and forced him to tap out. What? She's joking, obviously. I wasn't tapping out, I was reaching for the ropes. The judge called it wrong. Wait, what? I don't know what this chameleon clutch art you speak of is, but if it has the power to force Gaius to submit, I would very much like to learn it. Shall I teach you? First, you need to find and wrap your arms around a chameleon. Was zum Teufel? Was ist es? I don't even. Wenn er nun tatsächlich gewonnen, ich kann übrigens ein gutes Rezept für gebratene Chamäleon gelernt. Okay, schließen wir uns an mit der Nonsense. Luger, the joke's over. Move along. Roast chameleon. I've never heard of eating such a creature. Served with a nice demi-glace and sliced mushrooms. I believe the traditional garnish. Die machen auch noch weiter. Spice to give away more color. That sounds delightful. And then maybe you can whip up a plate of cobra clutch. It'll make you just want to fork up everything with your tongue. Or you might say the flavors really coil around your taste buds. Stop, stop! That's not how you do comedy. You're just beating the premise to death. I almost missed when Muse and Gaius were solemnly trying to kill us. Sehr gut. Ach, ein bisschen Spaß muss sein. So, hi, na? Ding. Und... Verdammt! Verdammt! Ja. Kann man doch irgendwie so ein paar Cents umdrehen. Also nicht. Wir sind da manchmal aber richtig teure Sachen dabei, die wir verkaufen können. Aber dieses Mal nicht. Hier da zum Beispiel. Nur das hier, goldener Frosch. Ich nehme an, das könnten wir auch alles ja finden, ne? Einfach eiskalt verkauft, ey. So. Hey, it's Nova. Und wieder was. So, einfach eiskalt hier ein paar Sachen verkauft, ey. So, Belohnung abholen. Dann endlich mal Feierabend machen. Absolute Abwehr. Gaius, okay. Freundschaftstrank. Sehr gut. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part und ich sehe euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.